Hallo, herzlich willkommen auch hier wieder. Ich bin heute bei den Plitwitzer Seen. Wir warten schon seit circa 2 Stunden auf den Eingang. Es ist ein bisschen herausfordernd, hierher zu kommen. Massentourismus leider. Ich würde euch raten, wenn ihr mal zu den Plitwitzer Seen fahren wollt, dann bitte bestellt die Karten vor via Internet. Ich war ein bisschen naiv. Ich dachte, na, im Oktober wird schon nicht mehr so viel los sein, aber das war leider nicht so. Wir waren schon um 10:30 da, aber man durfte erst wieder um 1 die nächsten Karten kaufen und die müssen den Park einfach schützen. Das ist der Grund dafür, dass die Leute nur in Etappen hinein dürfen. Aber in einer halben Stunde haben wir es und ich hoffe, dass ich euch dann schöne Bilder von den Plitwitzer Seen präsentieren darf, kann, werde, mal schauen. Oben mal über die Brücken kommen, durch die Wasserfälle vorbeikommen, wie auch immer. Mal sehen, wie viele Menschen sich da schon trubeln und jubeln. Wir fahren ja heute noch nach Wien zurück. Also wir werden jetzt nicht durchflanieren können, sondern müssen schon ein bisschen einen Zahn zulegen. Und dann geht's zurück und dann sind meine 6 Monate dann wirklich vorbei. Zu Hause, glaube ich, erwartet mich nicht viel andere Temperatur als hier. Wir sind heute mit 3 Grad in der Früh aufgewacht, also nicht besonders chillig. Überhaupt nachdem ich vor 3 Tagen noch schwimmen war. Aber so ist es nun mal hier rundherum. Plitwitzer Seen ist es so wie bei uns in der Steiermark, also oder wie auch immer halt. Tirol, Salzburg, sehr ländlich, sehr ruhig. Wir sind hier gestern zum Beispiel wieder mal gefahren hinter Starigrad bis zu den Plitwitzer Seen in die Richtung ungefähr 1,5 Stunden auf der Landstraße. 2 Dörfer. Also hier gibt es nur Natur. So, von der schönen Natur jetzt zum Eingang. Wir können bezahlen und los geht's. Ich freue mich darauf, euch durch den Park zu begleiten. Ciao. Jetzt der größte Wasserfall, der von dem Fluss Plitwitzer gespeist wird. Den habe ich euch schon von oben gezeigt. Und hier könnt ihr die vielen Menschen sehen, die am Steg entlang laufen. Also es ist aber ein wutzig kleiner Ausschnitt aus den Wegen, die es hier zu begehen gibt. Kann man sich schon vorstellen, warum es beschränkt ist, wie viele Gäste hier reingehen dürfen. Voll überlaufen. Trotzdem noch immer ein wunderschönes Naturschauspiel. Ja, das ist so geschätzt. Schaut euch die Menschen an. Die Farben sind ja super genial, oder? Prachtvoll. So, den größten Wasserfall von unten betrachtet. So, den größten Wasserfall von unten betrachtet.
So, nach ungefähr einer Stunde Spaziergang sind wir jetzt am großen See angekommen, beim größten Raststation sozusagen, großer Platz mit zwei Restaurants, wo die Schiffe regelmäßig verkehren und dann einmal auf die andere Seite bringen, wo man dann wieder die weiteren Wasserfälle entlang spazieren kann. Hinter mir seht ihr eine massive Schlange, Menschenschlange, die alle in die nächsten Boote wollen. Ich glaube, die Boote fahren alle halben Stunden. Es war nicht nur bei der Toilette Millionen Menschen, sondern auch hier. Nur in den Restaurants geht's. Ich weiß nicht sicher, ob wir heute den richtigen Tag gewählt haben. Ich glaube nicht, aber war nicht anders möglich. War natürlich diese Idee, das heute gleich mal wieder umzubringen. Also bitte, ich weiß nicht, welchen Tag ich empfehlen kann, hierher zu fahren. Ich war vor 2 Jahren im Mai an den Plitvice-Seen hier in diesem Park und es war bedeutend ruhiger. Aber der Herr beim Eingang, der uns erklärt hat, dass man aus Naturschutzgründen nur bestimmte Anzahl an Menschen reinlassen kann, hat halt gemeint, gestern waren viel weniger Menschen. Also ich glaube, es ist ein Lotteriespiel. Man kann es nie richtig machen. Oder vielleicht doch, je nachdem. Auf jeden Fall merken, Eintrittskarte im Vorfeld per Internet kaufen und dann, glaube ich, gibt es eine Beschränkung, ab welche Uhrzeit man hinein darf. Jetzt wird es, glaube ich, noch ein längerer Tag hier, bis wir da auch wieder dorthin kommen, wo wir dann auch wieder heimfahren können. Ich freue mich, dass ihr da dabei seid bei unserer tollen Unternehmung. Das Wetter passt jetzt wieder, Gott sei Dank, das ist der Vorteil hier. Aber das Spazierengehen an den Menschenmassen vorbei, an diesen kleinen Stegen, ist wirklich letztklassig. Echt spannend. Ah, schau, die Sonne lacht uns an. Ich werde mir wieder ein bisschen ein Bierchen gönnen, bevor wir uns da wieder anstellen für die nächsten 2 Stunden. Ciao. So, wir sind jetzt nicht mit dem Boot gefahren, also da hätten wir wahrscheinlich noch 1,5 Stunden warten müssen. Jetzt sind wir ungefähr 1 Stunde bergauf gegangen und sind auf den Mitteleingang, Eingang 2, rausgekommen. Eingang 1 sind wir reingegangen und jetzt warten wir auf diesen Buszug hier hinter uns. Der fährt in 1/4 Stunde uns zum obersten Eingang und von da kann man dann hoffentlich ein bisschen freier über verschiedenste Wasserfälle runterspazieren und dann letztlich mit dem Biss ganz runterfahren. Also wir haben es doch noch geschafft mit einer tollen Mittagspause, wo wir was Leckeres gegessen haben, ein Bier getrunken haben. Jetzt waren wir nicht lange im Wald spazieren. Also die Sonne ist gnädig, doch noch ein wunderschöner Tag geworden. Bis später. So, nach einem langen Waldspaziergang und nach der Bustour, dieser schöne Eindruck. Hier ist gleich um einiges weniger los. Kann man einen ruhigen Herbstspaziergang machen. Einfach nur traumhaft. Wirklich schön. Überall Wasser, soweit man schaut.
auf diesem See fahren die Schiffe, da kann man es noch gut sehen. Wo ist es? Ja, das weißt du, genau. Das haben wir ja gemieden, weil wir sonst so lange warten hätten müssen. Und jetzt kommen wir dann zu diesem, zu der Haltestelle. Das ist nochmal ein großer Platz mit Restaurant. Hier am Ende vom Nationalpark Plitvice Seen möchte ich mich nun von meiner Tour von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr habt einige schöne Eindrücke vom Nationalpark bekommen können. Wenn ihr mal hierher kommt, dann kann ich euch empfehlen, übernachtet irgendwo. In der Nähe gibt es die einen oder anderen Hotels, aber auch viele, viele Ferienwohnungen, viele kleine Dörfer, wo sich die Inhaber freuen, wenn ihr da vorbeikommt und ein, zwei, drei Nächte bleibt, rundherum wandern geht. Die Seen besucht, die es hier auch gibt, natürlich, aber in den Nationalpark geht's. Und wenn es hierher kommt, dann bestellt eure Tickets vor. Ja. In der Hauptsaison, wie wir eben gehört haben, weniger Leute, weil es viel teurer ist. Ja. In der Nachsaison ziemlich gedrückt, voll. Es ist heute dann letztlich gegangen. Ja. Also man muss halt dann flexibel bleiben und kann halt dann nicht mit dem Schiff fahren oder wartet halt zwei Stunden, bis man hineinkommt in den Park. Ja. Aber es ist alles möglich, wenn man Lust und Laune hat, das Land zu entdecken, die Nationalparks zu entdecken, dann geht es immer irgendwie. Ja? Also ich lege es euch ans Herz, kommt vorbei in diesem schönen Land, egal ob an die Makarska Riviera, im Nationalpark Plitvice oder in das Winnetou-Land, wo ich gestern war, im Velebit natürlich, Nationalpark Paklenica und viele andere Gegenden wie die Quarnerbucht oder die Kornaten, Istrien auf jeden Fall, also ich kann euch echt Kroatien ans Herz legen, kennt viele schöne Orte und probiert es mal aus und nehmt mit mir Kontakt auf, wenn ihr was von mir wissen wollt, wenn ihr Interesse habt, Kontakt zu knüpfen, dann bin ich gerne für euch da, gebe gerne Informationen und Rat weiter. Mal schauen, mit welcher Idee ich dann in den nächsten Monaten oder Wochen auf euch zukomme und was mich so in den nächsten Wochen oder Monaten ereilen wird. Ich bleibe im Moment. Jetzt fahre ich mal nach Hause, 5 Stunden wird es schon brauchen, bis wir wieder in Wien sind. Dann werde ich mal die Familie genießen und dann mal schauen, wann und wie es mich wieder nach Kroatien trägt. Erstmal liebe Grüße von hier. Hat mich sehr gefreut, mit euch ein Video machen zu dürfen. Und wenn ihr mich begleitet habt, das finde ich total toll. Ciao.